Ja, und damit willkommen zurück zu Half-Life 1 Blue Shift. Wir waren stehen geblieben, dass ich an einer Stelle nicht mehr weiter wusste. Und jetzt müsst ihr erstmal gucken. Okay. Ich will da oben mal hin. Wir hatten ja den Generator angemacht. Da war die Tür kaputt. Hier ging's. Oh, hier war Munition noch. So. Ah, okay. Bram bam, 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 bam. So, wo? Arschgeigen. Ich hatte gehofft, dass Sie kommen. Sie müssen diese Energiezelle aufladen und zurück zu Dr. Rosenberg bringen. Ich würde Ihnen ja helfen. Aber mich hat Sie können die Energiezelle wahrscheinlich durch den Zaun in die Ladestation hinter mir schieben. Ich versuche mal. Ja. Er ist aus dem Weg gegangen. Hallo? Wow. Okay, wir schieben es doch einfach so. Das ist einfacher. Das muss jetzt da, glaube ich, rein. Und dann drücken wir hier wahrscheinlich das Knöpfchen. Ah, jetzt wird die Batterie aufgeladen. Okay. So, dann schieben wir die los. So. Na, das Projekt scheint bei euch ja nicht so gut anzukommen, zumindest bei einigen, aber wem sage ich das? Gucken ja ein paar, aber immerhin. Okay. Okay, dann schauen wir jetzt wirklich langsam auf der Zielgeraden zu sein des Spiels. Gut, also was, wie gesagt, was danach kommt, weiß ich noch nicht. Das Spiel ging jetzt so, doch recht schnell vorbei. Ich glaube, das ist jetzt der 6. Part. Und ich glaube, ich werde noch. Kann sein, dass ich eine Viertelstunde voll kriege. Ja, ein Quick Save. Ich glaube, Opposing Force war sogar noch länger. A Leap of Faith. Ein Funken Hoffnung. Wir haben schon damit begonnen, das Gerät mit der neuen Energiezelle zu bestücken, die Sie uns geschickt haben. Dieses Mal wird der Prozess etwas komplexer sein. Ich brauche deshalb Ihre Hilfe im Hauptraum. Los, Tempo! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Tempo, Tempo! Ich überhole dich sogar, du Penner. Na, was soll ich machen? Alles klar. Ich bleibe hier unten, um die Systemlevels zu überwachen und den Ablauf zu steuern. Sie müssten in den Kontrollraum hinaufgehen und die Hauptenergie einschalten. Wenn der Prozess angelaufen ist, müssen Sie außerdem immer, wenn das System aufgeladen ist, die Dämpfungsschleusen öffnen, um das Teleporterfeld zu öffnen. Keine Angst, Mr. Kalun. Der Prozess ist ziemlich einfach. Ich sage es Ihnen, wenn Sie etwas tun müssen. Sehr gut. Warten Sie, Kalun. Wenn das System initialisiert ist, dauert es einen Moment, bis sich die interpolierenden Resonanzspiralen ausgerichtet haben. Was? Was laberst du?
Ich überlege immer noch, ich müsste eigentlich mal wieder Herr der Ringe machen. Deshalb ist jetzt auf jeden Fall in der Auswahl, dass wir Schatten von Mordor machen. Scheint alles im grünen Bereich zu sein. Oh nein! Die primäre Kühleinheit ist geborsten. Kalun, gehen Sie zu dem Ventil auf dem Laufsteg und lassen Sie Druck ab. Schnell, bevor sich das System überhitzt. Gut, jetzt immer weiter drehen, bis ich den Druck normalisiert habe. Gut gemacht, Kalun. Das war knapp. Das System hat sich stabilisiert und die Hauptaggregate laden sich auf. Sobald die Hauptladungsanzeige voll zeigt, müssen Sie das Teleportationsfeld vom Kontrollraum aus öffnen. Wir haben es fast geschafft. Da kommen bestimmt jetzt immer wieder Wellen von Gegnern. Okay. Dann schauen wir mal, was hier so schön was noch passiert. Es lädt auch deutlich schneller auf. Ich höre Soldaten. Gleich ist es soweit. Okay, wir haben wieder Vollladung. Öffnen Sie das Feld, Kalun. Sie müssen jetzt gehen, Simmons. Ich gehe als Nächster. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Kalun. Ich habe das System so eingestellt, dass die Ladesequenz automatisch gestartet wird, sobald ich durch bin. Okay. Warten Sie nur, bis wieder volle Ladung erreicht ist und öffnen Sie dann das Feld wie vorhin. Okay, alles bereit. Geh mit Gott, Unwissender. Okay, sie schweißen sich durch. Ha, ich habe ein Geschenk für euch, ihr Penner. Quick Save. So, drückt das Knöpfchen. So, tschüss. Grüße. Da ist er. Kalun, endlich sind Sie da. Als Sie nicht sofort durchgekommen sind, haben wir schon gedacht, dass... Oh nein, hier stimmt was nicht. Simmons, sehen Sie sich Kalun an. Sein Körper scheint in einer Art Resonanzverschiebung zu sein. Okay, Xen. Da liegt wieder irgendeiner. Gehen kann. Zu Xen. Ah, da waren wir jetzt. Gott sei Dank, Sie haben es geschafft. Ich hatte schon befürchtet, dass im letzten Moment eine Fehlfunktion aufgetreten wäre und Sie in einen unendlichen harmonischen Reflux geraten wären. In dem Fall können Sie von Glück sagen, dass Sie jetzt hier sind. Naja, wir hatten alle Glück. Dank Ihnen konnten wir diese wahnwitzige Idee wirklich in die Tat umsetzen. Wir haben es geschafft, Mr. Kalun. Wir haben es geschafft. Person Kalun, Status außer Reichweite. Keine weiteren Kommentare. Ja. Das war dann...
Half-Life Blue Shift. Damit ist Half-Life 1 die komplette, also alles, was so zum Hauptspiel gehört, also das Hauptspiel plus die zwei Add-ons, die es dazu gab, habe ich damit durch. Damit ist Half-Life 1 und Half-Life 2 für mich persönlich abgeschlossen. Ich weiß, es gibt natürlich noch ganz viele Mods und so weiter und so fort. Und es gibt es auch in Neuauflage und in Ultra HD. Das ist, glaube ich, Half-Life Black Mesa, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Fanprojekt. Vielleicht werde ich das machen. Ganz vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich denke eher weniger. Dann gibt es das natürlich noch in der Source Engine. Das war jetzt hier in der klassischen Half-Life Engine. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube schon, dass es die klassische Half-Life Engine war. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, zumindest den 3, 4 Zuschauer, Leuten, die es geguckt haben. Was als nächstes kommt, weiß ich nicht. Es müsste eigentlich parallel theoretisch gerade noch ein Wimmelbild laufen, aber kann auch sein, dass es gerade nicht läuft, weil ich weiß, ich habe es noch nicht hochgeladen, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, am 3.5. Am Donnerstag, also quasi am 5.5. Genau, mache ich wieder einen Livestream. Ich weiß nicht, gerade dieses Video müsste vorher noch zu sehen sein. Ja, das müsste am 5.5. rauskommen. Stimmt, morgen kommt Part 4 raus. Und dann Part 5. Ja, habe ich das Spiel in 5 Parts abgefrühstückt. Lecker Frühstück. Und ja, dann werden wir sehen, was als nächstes sein wird. Ich liebäugle, wie gesagt, immer noch mit Schatten von Mordor. Dann habe ich aber auch Bioshock noch da, das ich auch gern spielen würde. Müssen wir mal gucken. Ich muss auch gucken, wie das mit der Arbeit ist. Zurzeit ist ja ein bisschen schwierig mit dem Aufnehmen, weil ich doch auch recht spät immer erst abends zu Hause bin. Und ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja. Meistens habe ich jetzt nur Zeit, am Wochenende aufzunehmen, aber da muss ich auch sehr ehrlich sagen, da habe ich eher Lust, was anderes zu machen, als dann aufzunehmen. Aber muss ich mal gucken, dass ich mich da irgendwie arrangiere. Denn ich möchte ja auch noch weiter den Kanal betreiben, gar keine Frage. Und nebenbei noch streamen parallel. Sind ja schon auch ein paar Spontan-Streams dabei gewesen. Also ich kann euch auch schon mal sagen, die Spontan-Streams werden ausschließlich Payday 2 sein. Und die länger angekündigten können auch mal was anderes enthalten, werden aber auch Payday soll ein wiederkehrendes Element sein. Ja. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.